Ja, und hallo Freunde, Freund Anno 2205. Mal etwas ausrichten hier mein Mikro. In der letzten Folge haben wir ja den Synth-Zentralrechner aktiviert. Somit können wir noch weitere Aufstiege veranlassen. Wir werden mal diese Folge nutzen, um alles wieder aufzufüllen. Beziehungsweise werden uns ein Arktis, wahrscheinlich hier oben von Ibarafox, ein Arktis-Gebiet übernehmen, weil wir langsam mit unseren Neuroimplantaten und Konsorten etwas knapp werden. So. Als erstes werden wir wieder mal gucken, ob wir hier eine Abstimmung haben. Und siehe da. Vertrau mir, davon haben wir alle was. Wir sollen für Cassian Industries abstimmen. Was wir machen werden. Bis jetzt konnten wir unserer geheimnisvollen Frau ja immer vertrauen. Siehst du, so gewinnt jeder. Aber ich schätze mal, der aktuelle Effekt wird Lei Sheng wieder nach oben ziehen. Na, wie immer. So, somit werden wir mal gucken, was wir überall haben. Und zwar fangen wir mal an hier mit unserem Grünflutarchipel an. Wie da die Routenübersicht aussieht. Da ist halt okay. Okay. Plus 24. Ach, wir wollen mal kurz nach Ware sortieren, genau. Plus 31, plus 22. Wasser haben wir auch genug da. Das sind die Biopolymere, oder? Ich glaube ja. Plus 2, plus 8, plus 7. Die Vitamindrinks haben wir auch genug. Die Intelliware haben wir genug. Wir haben genug Androiden. Wir haben genug Verjüngungskuren. Luxuskost haben wir auch genug. Selbst von diesen Replikatoren haben wir genug. Die Neuroimplantate, oder? Ja, doch, sag ich doch. Haben wir auch genug da. Die Erden haben wir genug da. Strom haben wir genug. Und die Roboter auch. Warum meckert er hier? Quantencomputer werden benötigt. Okay, also die Sicherheit, die werden wir mal sein lassen. Aber die Quantencomputer können wir noch hinschicken, so ist es nicht. Quantencomputer kommen ja von der Arktis. Plus 6, minus 2, minus 2. Oh, wir haben ja überall zu wenig. Minus 42. Das zum Thema. Oha. Ich hätte es nicht gedacht. Wo sind unsere Quantencomputer? Hier. Also das reicht. Die müssen wir irgendwie etwas anpassen. Und wir werden mal die Quantencomputer, die wir nachher in Grünflutarchipel brauchen, die werden wir uns mal dann vom neuen... Transferoptionen werden aktualisiert. ...vom neuen Gebiet rüberschicken, weil sonst hier oben haben wir ja nicht so viel... Möglichkeiten. Transferroute wird überarbeitet. Um das zu machen. So gut. Also hier haben wir soweit alles. Gucken wir uns mal hier unten Kap Ambar an. Was wir dort alles haben. Plus Strom haben wir genug. Die seltenen Ehren haben wir genug. Von diesen Schwerkraftkompensatoren haben wir auch genug da. Die haben wir ja korrigiert. Neuroimplantate, Replikatoren haben wir zu wenig. Okay. Das heißt, wir müssen hier ein wenig anpassen. Bestätigen. Transferoptionen werden aktualisiert. Luxuskosten haben wir genug. Verjüngungskuren haben wir auch genug. Die Androiden haben wir genug. Intelliware. Die Vitamindrinks. Seltene Erden. Die Qubit, war? War das nicht mal mit den Qubit-Prozessoren? Sag ich doch, Qubit-Prozessoren haben wir genug da. Diamanten auch. Mikroprozessoren. Wasser ist genug da. Alles da soweit. Gut. Jetzt gehen wir noch zum Walbruck. Gucken uns da nochmal die Sachen an und werden danach mal kurz in die Arktis gehen, weil dort fehlen die Replikatoren. Die müssen wir unbedingt nachschieben. So, sehr schön. Wir haben soweit alles. Also ich sagte ja, mit diesen ganzen Hin- und Herschieberei von Sachen ist das einfacher, aber so, wir mussten so oft eingreifen und so oft die Routen überarbeiten, dass das Thema einfach beim besten Willen... Ich würde mal sagen, das Wort einfach sollten wir da nicht verwenden. Gut, wir werden wie gesagt mal zur Arktis gehen und werden dort mal unsere Replikatorenproduktion ein wenig hochschrauben, weil die ist eindeutig zu wenig... Ja.
Hallo, wo sind wir? Oh, wir sind hier ganz verkehrt hier. Schuldigt, schuldigt, schuldigt. Oha. Die Replikatoren kommen ja von hier unten. Die kommen ja von der gemäßigten Zone. Ah, dann machen wir doch mal anders. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Gucken wir uns doch mal hier an. Plus 4. Okay, das heißt, wir müssen... Hahaha. Gut, wir machen eine neue Route. Wir haben vorher von Kap Ambar hochgeschickt. Da sind wir am Ende. Das heißt, wir werden jetzt... Neue Transferroute. Replikatoren. Von Walbrook zum Mikuma-Gletscher. Und zwar plus 2, plus 2. Wunderbar. Transferroute. Vergessen Sie nicht, dass diese Handelsgenehmigung bald abläuft. Ach ja, unsere... Ja, kommen Sie rein. Was gibt's? Unser Handel. Wo ist denn unser Handel, unsere Handelsroute? Bei Mut. Momentan macht es einen Plus von 762. Naja, Unterhaltskosten. Aber Profit ist 1900, Unterhaltskosten 1200. Das heißt, wir machen noch einen Plus. Von daher lassen wir den Plus einfach bei. Ah, läuft ja noch 15 Minuten. Warum meckert der denn mit uns? So, gut. Wie gesagt, wir wollten ja hier die Quantencomputer von einem neuen Gebiet hier bewältigen. Wir gucken mal kurz, wir haben Ibera Fox, das heißt, wir können uns einfach hier, nein, das war verkehrt. Wir werden uns einfach mal hier oben Savik Provinz einfallen. Willkommen, wie geht es Ihnen heute? Wir haben die Freischaltung und wir haben aktuelle Kosten, haben wir auch alles. Da hat uns ja gehört, das heißt, wir den Sektor einfach übernehmen. Und gucken wir mal. Neuer Besitzer. Das ist schön. Achso, stimmt, der Video kommt ja erst im Nachhinein. Sehr gut. Und Video Action. Das Komitee der Arctic Custodians hat beschlossen, einen neuen Sektor für Firmenaktivitäten zur Verfügung zu stellen. Daten zeigen eine Kontinentalverbindung und isolierte Temperaturspitzen, die von Geysiren stammen. Wärmeüberschuss zu nutzen ist möglich. Gut, das heißt, wir haben anscheinend hier nur nicht nur die Wärme, die wir von unseren Produktionsanlagen haben, sondern wir können anscheinend auch irgendwelche Geysire nutzen. Das ist doch nicht verkehrt. Dann werden wir uns zuerst mal eine. Im Gange. Einen Inselanschluss. Ein Gebiet beanspruchen, genau. Hey Schiffchen, was machst du denn hier? Fahr doch mal den Kreis. Dankeschön. Sehr gut. Die Custodians haben Ihnen bereits die Zustimmung erteilt. Das ist nett. Wir tragen alle Verantwortung beim Erhalt der Arktis. Auch Sie. Ich habe das Gefühl, hier unser. Kleiner Hafen ist hier sogar noch ein bisschen hübscher als in der anderen Arktis. Hier hinten haben wir überall, wir gucken uns die Bahn, was ist denn nicht hier? Achso, hier können wir diese Geysire bauen. Ah. Ja gut, dass ich gerade auf die kleinste Insel gegangen bin, wa? Na gut, die kleinste ist es nicht, aber wir wollen ja erstmal klein anfangen. Wir gucken mal gleich mal, was wir mit unserem Raumhafen machen können. Den können wir noch nicht updaten, weil es gibt nicht ausreichend Ressourcen, um dieses Upgrade zu starten. Wir haben zu wenig Superlegierung. Gut, das heißt, wir werden erstmal starten. Wo ziehen wir denn hier eine Straße? Wir fangen mal wieder ganz bei Null an, oder? Und zwar ziehen wir mal eine Straße, die mal genau zu dem Eubel führt. Ja. So. Wir brauchen hier, wir haben überall Null, wir brauchen ja auf jeden Fall hier die Superlegierung. Die brauchen wir. Die werden wir mal irgendwo hier ranpacken. Wir haben ja schon einen schönen großen Range vom ersten Block. Den packen wir hier ran. So, wunderbar. So, was braucht denn der Herr für Superlegierung? Der braucht Molybden und Aluminium braucht er. Ich glaube, beides ist... Aha.
Aluminium ist frei verfügbar, oder was heißt frei verfügbar, sondern den bauen wir mal hier hin. Und Molybdän brauchen wir aber den Bergbauplatz, war klar. So, da stehen wir noch eine Straße hin. Achtung, zu wenige Arbeitskräfte für Produktionsanforderungen. Ja, die kommen jetzt. Muss sie auch erstmal. Wir ziehen denn mal hier so einen schönen Streifen. Zwei. Und da. So, dann müssen wir nämlich hier, können wir runtergehen. Mit der Straße. Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Ja, das verschlechtert die Produktivität. Wir sind ja schon dabei. Ja, Achtung. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, ist ja nicht weiter schlimm. Wir haben ja schon, ein paar Leute haben wir ja schon. So, wir fangen mal an. Und zwar, wir haben zu wenig Leute. Wir brauchen auf jeden Fall Fisch. Fisch ist das Erste, was wir brauchen, weil wir haben zu wenig Konserven. Weiß gar nicht, warum wir hier keine bekommen. Wo ist denn hier ein Küstenplatz? Hier haben wir einmal Fisch. So, sehr schön. Nach dem Fisch brauchen wir die Konservenfabrik. Ich würde mal sagen, wir packen die am besten. Ja, wo packen wir das am besten hin? Wir packen es mal hier hin erstmal. Oh, wir haben zu wenig von den. Wo haben wir denn zu wenig Leute? Oder kommen die alle noch hier? Fabriken benötigen weitere Arbeitskräfte. Wir haben doch hier schon ein paar hingepackt. Fehlt uns hier irgendwas oder haben wir verkehrt angefangen? Ist eine gute Frage. Hallo? Hallo Leute? Leute von heute? Ich spule mal ein bisschen, mal gucken, vielleicht kriegen wir irgendwann Arbeitsplätze. Oder Leute? Kann ja nicht sein, dass wir immer noch zu wenig haben, oder? Wir können ja mal noch ein paar bauen. Mal gucken, was passiert. Nochmal zwei. Jetzt sind wir das eine Unterkunft. Aber es wird doch nicht mehr. Okay. Wieso haben wir hier zu wenig Leute? Hallo? Habe ich jetzt hier irgendwo einen Gedankenfehler? Biopolymere und Superlegierung. Okay, wie gesagt, so weit sind wir noch nicht. Irgendwie kommt hier was nicht hin mit dem Personal. Ich weiß verraten nicht warum, aber wir können uns ja mal kurz gucken. Wir können ja mal die Zeit ein wenig uns vertreiben. Können uns ja vielleicht mal irgendeinen Anteil irgendwie wieder zu Gemüte ziehen. 1,6 Millionen mit 40 Einfluss. 1,3 Millionen ebenfalls mit 40 Einfluss. Hier ist gerade geht's ins Minus. Und da geht's leicht ins Plus. Ach, wir nehmen einfach mal die 1,6 Millionen. Und beginnt man da unter Option. So. Das wäre geklärt. Ich spur mal ein bisschen vor. Wir kennen das Spiel ja. Bis in die 10-Sekunden-Bereich und dann werden wir mitbieten. So. Wir bieten mal mit. Jawohl. Wenn sich das Telefon meldet. Höhespeeder sind wir, sehr gut. Eine unbefriedigende Lösung. Finde ich gar nicht. Wir haben einen weiteren Anteil, das ist wunderbar. Wir gehen mal wieder zurück. Shuttle kommt planmäßig an. Nein, doch nicht weg. Wir wollen doch hierher. Warum fehlen uns hier Leute? Änderungen, die wollen uns ändern. Bauen Sie weitere Wohnhäuser oder stellen Sie fehlende Waren zur Verfügung. Versuchen Sie nicht, mir den Blick zu vernebeln. Ich weiß, wie schlecht die Dinge hier wirklich sind. Also eigentlich braucht er gerade alles hier. Wir machen mal anders. Wir machen mal die alle auf Pause. Sehen Sie? Jetzt funktioniert's. So. Jetzt haben wir auch genug Leute.
So, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen eine weitere Produktion von, ich zum Beispiel jetzt hier dem, dann werden unsere Leute etwas weniger. Aber nur 15. Jetzt werden wir mal gucken, ob wir hier uns diese Fischfabrik einpfeifen können. Wir gehen mal ganz an den Rand. Und wir bauen... Ich verspreche, dass wir den Custodians keinen Anlass zu Beschwerden geben werden. Und wir bauen erstmal Fisch. Weiteres Personal. Haben wir plus 12. Aha. Dann produzieren wir mal was von dem. Aber wir müssen noch 3 Arbeiter. Jetzt haben wir 4 Arbeiter. Aha. Okay, also ich hätte wirklich zuerst Arbeiter bauen sollen, beziehungsweise Unterkünfte. Jetzt haben wir 10 Arbeiter. Und jetzt könnte ich den mal starten. Minus 160. Ach, der braucht ja unglaublich viel. Die machen wir jetzt zur Pause. Das heißt, hier unsere Schwerindustrie braucht ja weit über 100 Arbeiter. Die muss man erstmal zur Verfügung stellen, gell? Fisch haben wir unter... Konserve haben wir auch. Wir machen ein paar Leute hier nochmal, ne? Dahin. Klack, klack. Und dann machen wir hier mal einen zweiten, wollte ich machen. Geht aber nicht. Es ist gerade mal einer da. So, reicht hier noch irgendwo ein zweiter? Nein, wir haben zu wenig von diesem schönen Metallschaum. Ach, wir haben schon mittlerweile einen mehr. So. Gut, was fehlt uns denn noch? Neuroimplantate. Die guten Neuroimplantate. Wann fehlen die mal nicht? Wir haben uns wirklich eine geladene Insel ausgesucht, ja, wo wirklich wenig Platz ist. Das ist doch richtig hervorragend. Mist. Uns fehlt 8-mal Metallschaum. Der produziert Metallschaum aus dem. Es wird schon produziert, aber sehr, sehr langsam. Na, das war doch ein Schuss in den Ofen, würde ich sagen. Ne? Wir können ja mal eine Straße mittlerweile nach hier oben ziehen. Weiß zwar nicht, was das hier ist. Okay, wie sollen wir denn hier rankommen? Oder muss ich den erstmal aktivieren, damit ich hier mit den Straßen weiterkomme? Anscheinend. Sie müssen sich entscheiden. Verlängern oder aufgeben. Annehmen wollte ich machen. Einfach exzellent. Ein Anteil an Cash Industries, den wir schon besitzen, den lehnen wir ab. So. Dann werden wir mal... Wir haben hier nur 5, wir brauchen aber 8. Ich spule mal kurz ein wenig. Und hoffen, dass wir etwas schneller arbeiten hier. Dann können wir zumindest schon mal die Neuroimplantate hier hinbauen. So, sehr gut. Neuroimplantate. Aber gesagt, bauen wir hier hin. Trotzdem noch minus 1. Ach, uns fehlt Transport und uns fehlt Strom. Strom war Gaskraftwerk. Und geothermale Turbinen. Braucht Metallschaum. Na super. Und hier brauchen wir Metallschaum. Wir haben weder das eine noch das andere. Ach, nee. Selbst dafür brauchen wir auch Metallschaum. Achtung, Arbeitskräftemangel verlangsamt Produktion. Ja, ich sehe schon, das ist hier ganz hervorragend. Gut. Ich muss sagen, bis wir hier die Metallschaum bekommen. Werden wir mal zurückgehen? Gut. Ich werde die Route aus dem Register löschen. Nein! Kommen wir zum Punkt. Ja? Gut, okay. Also haben wir die Route nicht mehr. Ist auch in Ordnung. Mir war so gewesen, als wenn da 15 Minuten stand. Ach, die 15 Minuten sind ja vorbei. Gut, also wir haben zumindest hier die Fläche angenommen. Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Ja, ist ja gut. Es verschlechtert die Produktivität. Hier oben müssen wir auf jeden Fall weitermachen. Ich sehe schon, die Folge war nicht ganz so ergiebig gewesen. Wir haben zumindest alles kontrolliert. Ich wollte mal gucken, ob wir hier noch eine Route einführen können eigentlich. Dafür bräuchten wir aber den Metallschaum. Wo ist denn der? Den gibt es nur auf der Arktis. Können wir den hier rüberschicken? Tatsache, wir können einen rüberschicken. Dann schicken wir da erstmal so viel rüber, weil wir brauchen ja in dem Sinne, in der Ikuma-Gletscher brauchen wir ja keinen.
Und wir brauchen hier oben brauchen wir eine Menge. Das heißt, wir schicken uns plus 16 rüber. Transferroute registriert. Genau, und dann werden wir mal gucken, wie wir das dann hinkriegen beim nächsten Mal. Okay, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zugucken diesmal. Hoffe trotzdem, ihr seid mit dem Fortschritt einigermaßen zufrieden. Und in der nächsten Folge werden wir uns auf jeden Fall hier oben mal um den Ausbau und wahrscheinlich ein, zwei weiteren Routen kümmern. Ihre Einrichtungen verbrauchen mehr Energie, als sie liefern. Ja. Das verringert ihre Produktivität. Wie wird das, wir hier oben einen eigenständigen Sektor hinbekommen? Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken und wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.